Yay! Herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war gerade riesig gut einkaufen. Einmal bei Rewe und einmal bei Aldi. Wir fangen mit dem Rewe-Zeug an. Und zwar gibt es heute, habe ich mir so spontan überlegt, Leute, eins sage ich euch, ne? Geht niemals mit leerem Magen und sehr hungrig einkaufen. Spontan überlegt habe ich mir heute mal Blumenkohl zu kochen. Mit, der Rest kommt gleich. Dann gab es Aal-Bananen heute für mich. Lecker, lecker. Dann habe ich gekauft so ungefähr ein Kilo Tomaten. Dann gab es im Angebot Kerrygold. Oh, ich mag die voll gerne. Ich liebe die. Vor allem, die schmeckt nach Butter und es ist eigentlich keine. Woran es jetzt liegt, man könnte sich jetzt streiten. So, dann habe ich gekauft zweimal Mozzarella. Für meine Tomaten wohlgemerkt. Dann gibt es für diese Woche ein großes Paket Äpfel. Ich bin ja momentan so auf diesem Shake-Trip. Ich schmeiße momentan alles in meinen Shaker, was ich so kriegen kann. Dann habe ich mir gekauft eine wunderschöne Süßkartoffel. Die gibt es nämlich jetzt zu dem Blumenkohl. So, und zum Blumenkohl gibt es dann nämlich diese wunderschönen, ich habe das Handy wieder falsch rumgehalten, Putenbrustfilets. Ja gut, da müsst ihr jetzt leider hochkant gucken. Davon gibt es auch noch ein zweites Paket, das gibt es nämlich dann morgen. So, dann habe ich mir gekauft ein Paket Hähnchenbrustfilet. Oh, das müsst ihr mal probieren, das ist voll lecker. Das kann man immer so ganz lecker einfach so wegsnacken, so nebenbei. Ja, tut mir leid an alle Vegetarier. Dann gibt es ein großes Paket. Ich liebe Parmesan-Käse. Und das sind jetzt, glaube ich, irgendwie 300 Gramm. Ja, 125, ja, super geschätzt, ne? Das gibt's noch. Dann habe ich mitgenommen einen Kirschjoghurt, beziehungsweise sogar zwei. Und einmal den Cappuccino ohne Zucker. Zusatz. Den zweiten Kirschjoghurt habt ihr hier. Dann brauchte ich relativ dringend noch, weil sowas muss ich immer im Haus haben. Ohne Tomatendosen kann ich gar nicht überleben. Das ist wirklich so, wirklich jetzt. Wenn ich nicht weiß, was ich essen soll, esse ich Spaghetti mit Tomatensauce. Dann gibt es nochmal ein Paket Speisequark. Was da jetzt so komische Flecken drauf sind, weiß ich nicht. Und nochmal 4 Liter Milch. Dann war ich ja noch bei Aldi. Von Aldi habe ich mitgenommen einmal eine Mini-Melone, eine Watermelon. Dann gibt es morgen einmal Brokkoli, ganz was Feines. Dann für zwischendurch, morgens oder abends, aber eigentlich eher morgens, dann das Vollkornbrot. Dann habe ich gekauft, habt ihr schon mal mit einer Banane in einen lockeren Sahnepudding gedippt? Es ist so der Traum. Passt zwar jetzt gar nicht so zum Thema gesunde Ernährung, aber das ist so Hammer. Ich kaufe das auch echt extrem selten, aber wenn ich das manchmal so im Kopf habe, dann muss ich das auch echt mitnehmen. Dann habe ich ein Paket freilaufende Eier in Größe L. Oh, ich finde voll... Also Eier, manches Mal, ne? So, wenn man mal so guckt. Lecker. So, dann gibt es noch ein Paket Käse. Für aufs Brot mit lecker Tomate. Und das habe ich gefunden. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Es gibt ein Aktivmüsli mit Multikorn. Was auch immer jetzt Multikorn ist. Also mich machen eigentlich eher so diese kleinen Fruchtstückchen da unten an. Multikorn, ja, mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Und dann so lecker zum Wegsnacken nebenbei habe ich noch einmal Reiswaffeln mit Joghurt mitgenommen. So, dann für die Tage, wo man keinen Bock hat auf Kochen oder ehrlich gesagt, ich wollte es einfach mal probieren, sagen wir, wie es ist. Tomaten-Linsensuppe mit Kichererbsen, da will irgendwie so eine orientalische Woche bei Aldi. Dann Tomaten-Paprikasuppe mit Bulgur. Bulgur reizt mich ja schon seit längerem, aber ich weiß einfach nichts damit anzufangen, also im Sinne von, was mache ich damit? Wenn da jemand Tipps und Ideen hat, immer mal her damit. Dann Gemüsesuppe mit Rindfleisch, auch irgendwas Orientalisches. Ich finde so anderes Essen, was man so nicht, also außer jetzt, sag ich mal, wirklich Sauerkraut mit Knödeln und sowas, finde ich immer total interessant und mich wollte einfach mal wissen, wie das schmeckt. Das war's. Alle, alle. Das ist mein gesamter Einkauf.
Und ja, super. Ihr liegt jetzt hier auf meinem Küchenboden verteilt. Ich gehe den jetzt einpacken, beziehungsweise lecker kochen. Schreibt mir nochmal bitte, was ihr so einkauft, was eure Lieblings-, also was eure Must-Haves im Küchenschrank sind und im Kühlschrank. Also wie gesagt, bei mir muss immer, immer, immer Spaghettis und Tomatensauce da sein, sonst bin ich wirklich unausgeglichen oder ich werde nervös, wenn ich es nicht zu Hause habe, sagen wir es mal so. Ich kann sonstige Fertigsachen oder irgendeinen anderen Krempel dabei haben, wenn ich weiß, dass ich keine Nudeln und keine Tomatensauce zu Hause habe, kann ich schon mal so ein bisschen komisch werden, aber naja. Gut, das war's. Freut euch aufs nächste Video. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber mal gucken. Wenn ihr Videowünsche oder Videoideen habt, dann lasst es mich wissen. Ich werde jetzt dieses Video beenden, indem ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und...